Dieser Jesus hat nie einen Mann zu irgendeinem Priester geweiht und er hat ganz bestimmt nie eine römisch verfasste Kirche gegründet. Der synodale Weg hat sehr lange, Jahrzehnte überfällige Veränderungen auf die Tagesordnung gesetzt. Wir verändern das konkrete Handeln der Kirche. Es sind auf keinen Fall nur leichte kosmetische Ausbesserungen, sondern konkrete Forderungen, die an Fundamenten der katholischen Kirche rütteln. Rebellinnen fordern Gleichberechtigung in der katholischen Kirche. Seit fast 10 Jahren kämpfe ich für das Frauenpriestertum. Das ist nicht einfach nur ein frommer Wunsch, den ich habe. Eine neue, modernere Sexualmoral, die Lockerung des Zölibats, eine stärkere Einbindung von Frauen, etwa als Diakoninnen. Die 29-jährige Ordensfrau sieht sich als Feministin. Ich glaube schon, dass Frauen Priesterinnen werden können. Weltweit erheben die Apostolinnen von heute kraftvoll und geistreich ihre Stimmen. 125 kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich geoutet. Ich möchte das im Namen der Bischofskonferenz begrüßen. Hochwürdigste Bischöfe, Sie haben kein Recht dazu, die Kirche unseres Herrn Jesus Christus in ihrem Wesen zu verändern und sie damit zu zerstören. Wir Katholiken lieben unsere Kirche so, wie sie von Christus gegründet wurde. Wir sind jung und wir sind viele. Ich möchte mich heute ganz unbefangen outen als gläubiger Katholik, als jemand, dem das Gebet, die Sakramente, gute Freundschaften und auch christliche Familienwerte wichtig sind. Ich bin katholisch, weil Gott die Wahrheit mich gefunden hat und es ist jeden Tag ein Abenteuer, ihn neu erkennen und lieben lernen zu dürfen. Ich oute mich heute als traditionell katholisch. Ich liebe die Tradition der katholischen Kirche, weil es dort noch Priester gibt, die zu ihrem Glauben stehen und diesen leben. Ich liebe die Tradition der Kirche, weil Priestertum dort noch was Besonderes ist. Ich bin traditioneller Katholik und ja, ich liebe die alte Messe. Ich liebe die alte Messe und die katholische Kirche und das ist gut so. Ich lebe für die Freiheit und den Glauben und das ist gut so. Ich liebe die Tradition der katholischen Kirche, weil man dort noch daran glaubt, dass die Kirche kein beliebiger Wohlfahrtsverein, sondern der mystische Leib Christi ist. Ich liebe die Tradition der katholischen Kirche. Weil dort Gott und nicht der Mensch im Mittelpunkt steht. Ich liebe die Tradition der katholischen Kirche. Weil ich fasziniert bin von der Schönheit der Liturgie. Ich liebe die Tradition der katholischen Kirche. Weil die alte Messe die einzige ist, die die wahre Einheit fördert. Ich bin traditionell katholisch und stehe dazu. Weil die Tradition einen unglaublichen Reichtum beinhaltet. Ich liebe die Tradition der katholischen Kirche. Weil Gott ewig und unveränderlich ist. Ich bin traditionell katholisch und ich stehe dazu. Ich liebe die Tradition der katholischen Kirche, weil ich durch die lateinische Sprache in der Liturgie überall auf der Welt zu Hause bin. Ich bin stolz darauf und auch dankbar dafür, katholisch sein zu dürfen. Weil man sich für den echten katholischen Glauben nicht schämen muss. Ich liebe die alte Messe. Ich bin katholisch und stolz drauf. Und ich bin katholisch, römisch-katholisch oder auch traditionell katholisch. Jedenfalls liebe ich es, meinen Glauben ausleben zu dürfen, in seinen wunderbaren Formen mit der tridentinischen Messe und den Sakramenten und einfach allem, was dazugehört. Ganz besonders aber ist es mir ein Privileg, ein Mitglied der Kirche Christi sein zu dürfen.